Desinformation und Verschwörungsdenken gibt es keinerlei Abstriche, meine Damen und Herren. Wir wollen die Integration der Menschen unterstützen, die in unser Land kommen. Dafür stehen dem BMI im nächsten Jahr rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Deswegen verstärken wir gemeinsam unsere Solidarität, dass sie ihre Arbeit effektiv ausüben können in dem Wettstreit zwischen autoritären Kräften. Und daher, das war einer der schönen Sätze, die ich aus der Kontaktlinie oder von der Kontaktlinie mitgenommen habe. Sagte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt, nämlich nicht einfach mal so neben selbst. Und real, wie real diese Sorge ist, inakzeptabel zu verstehen. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft, selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Ich würde versuchen, die Ungeimpften zu impfen zu zwingen. Indem ich sage, also ihr könnt vor, sonst könnt ihr nicht. Die Impfungen sind hart nebenwirkungsfrei. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet. 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in unseren Städten, bei uns zu Hause und in unseren Schulen aufgenommen. Und wir haben so strenge Sanktionen wie noch nie zuvor verhängt, die für die russische Wirtschaft ein Jahrzehnt voller Rückschritte bedeuten. Wir werden die Ukraine auch weiterhin standhaft unterstützen, dass die Kommission finanzielle Unterstützung in Höhe von 3 Milliarden Euro bereitstellt. Von 18 Milliarden Euro für 2023. Das ist das größte Paket für ein Drittland. Wir sparen müssen wegen Stopp der Energielieferungen und damit der Zahlungen an Russland und verstärkte Waffenlieferungen. Und ihr, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Ich glaube, nicht jeder von uns braucht einen monetären Anreiz. Menschen wie ich spüren natürlich auch die steigenden Gaspreise, aber ich finde nicht, dass ich vom Staat Geld dafür bekommen muss, jetzt zu sparen, sondern Menschen wie ich können jetzt Verantwortung nehmen und sollten das auch tun. Wir sind heute